Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal wieder mit Jack Chris. Hallo Leute, ich bin zurück. Er ist zurück und hört besser denn je. Das weiß ich nicht, aber... Und auch mit dabei Pulitzer. Tag. Der zu seinem Leidwesen im Leopard 1 sitzt. Ja. Ich leider auch. Ja, die beiden mögen den Ru lieber, ich mag den Leo lieber. Schreibt mal in die Kommentare, welchen von beiden ihr lieber mögt. Und darum geht's auch heute. Leopard 1 wurde sich häufig gewünscht. Jetzt zeige ich ihn mal wieder mit seiner schicken Tarnung. Marketplace-Tarnung, viel zu teuer, holt sie euch nicht. Aua, danke. Alter. Geht schon wieder gut los. Meine Frage, haben die was an dem Model geändert? Diese komischen Ausbuchtungen am Turm vorne, die waren vorher nicht... Du meinst den Rangefinder? Ja. Doch, der ist schon die ganze Zeit da. Beiden Seiten? Ja, ja. Du spielst den einfach zu selten. Da werde ich mir mal eine alte Aufnahme angucken. Ich bin mir zu 99% sicher, dass sie nicht da war. Beiden Ausbuchtungen. Also ich kenne ihn nur so. Vielleicht habe ich es auch einfach direkt übernommen, aber... Ich weiß es nicht. Ich habe ja genug alte Leopard-Aufnahmen. Ich kann ihn mir mal angucken. Das ist sehr unbekannt vor, muss ich gestehen. So, es sind auf 8-3 gelandet. Deswegen, ich hoffe mal, wir treffen jetzt schöne Gegner. Uts! Ich mag den Leo einfach. Was hast du da markiert? Ich. Okay. Dann T92. Ist da noch was außen? Jetzt erstmal nicht so aus. Okay. Da. Lichtschütze, Geschützverschluss. Ich seh nicht, ich seh nicht. Feuer, draus. Ach so, lol! Die Markierung war... Also mit einem Ruhe wäre der bestimmt One-Shot gewesen. Ja, aber du hättest länger nachgeladen. Mein Ruhe ist, glaube ich, gegoldet, der lädt nicht länger nach. Au! Hier steht er. Okay. Der killt mich jetzt, glaube ich. Ich sehe ihn leider nein! Nicht. Nein! FV, verdammt. Scheiß Stabi, ey. Geht gut los. Ich sehe ihn leider nicht, denn der... Der steht da zwischen den beiden Häusern. Ja. Der ist in die Ecke gefallen. Kann ich nicht mehr beschießen. Aber ich habe halt mal drauf geworfen. So, und das hier ist, by the way, jetzt Post-OP-Aufnahmemarathon, ihr Lieben. Die nächsten 2-3 Aufnahmen werden am heutigen Tag produziert. Also, ja, wünscht mir Glück, dass ich sicher wieder zurückkomme. Oder zumindest mein Hinterteil. Kommen sein werde. Ja, stimmt, stimmt. Die Folge kommt sogar raus, nachdem ich operiert wurde, die erste. Aber ich hoffe, ich werde keine Ausfälle haben. Und wenn doch, die beiden springen sicher ein. Ja, lege ich halt hier Jets im Arcade-Modus. Ja, dann, hey, dann hätten sie wenigstens die Chance, sowas mal zu sehen. Oh, hat er dich auch bekommen. Ich habe das hier letzten 2 Tage abends mal gespielt. Das ist eigentlich gar nicht so unwitzig. Alter, ich krieg da einfach nur Stress, wenn ich sowas spiele. Und ich habe mich ein bisschen mit meiner Tram eingefreundet. Man darf nicht schneller als 860 km/h bei der Tram fliegen, habe ich festgestellt. Weil sie dann nicht mehr turnt. Verdammt, bin ich doof. Hi. Mach mal eine Arcade eigentlich. Jan, hier kommt was. Weniger Forschungspunkte? Ja. Ja, aber kannst halt mit mehreren Flugzeugen rein. Ah ja, da kommt, oder bei dem ist auch noch... Ist der abgebogen? Nee, der steht noch da. Ich stehe noch ein M103 bei dem, der ist aber gerade am Reparieren in die Ecke. Ah, das ist ein IS. Das ist eklig, aber der hat gerade geschossen, falls du schießen möchtest. Probier's mal. Oh, er ist weggefahren. Nein, doch nicht. Arti. Da, meine Heat hat ihm noch nichts getan. Okay. Das ist eklig. Aber ich glaube, der ist gerade an mir abgebrannt. Oh, das noch was. Das ist ein M103. Ja, den da müsst ihr eben schon mal reparieren. Schmeiß ihm mal Artillerie drauf. Okay, er ist weggefahren. Nein, Commander Gunner vom IS. Eine Kanone, nichts gemacht mit der Heat. What the fuck? Ich hab sein Cannon Barrel. Okay, sehr gut. Wo kommt der denn jetzt her? Okay, ist anscheinend weggefahren. Ich will da jetzt auch nicht so reinpushen, da steht halt immer noch der 103, ne?
Und der knipst uns halt einfach weg. Ach, wir knipsen halt. Ich höre, glaube ich, rechts was. Oder ist das Thorsten? Oh, oh, von vorne! Ich seh's. Loader. Nice. Ich bin hängen geblieben an der Wand. Ich, ja, ich sehe dein Einschussloch, das ist unschön. Tschüss. Ich lasse dich allein, ist schon okay, ne? Goodbye. Nee, eigentlich nicht, aber. Komm einfach mit, dann sind wir gemeinsam allein. Romantisch. Romantisch. Du musst das Mikrofon übrigens nicht fressen, ich verstehe dich auch so. Au, dein Ernst. Wobei, die stehen jetzt einfach bei dem Spawn quasi rum. Könnt Hilfe brauchen. Ja. Jan. Ja, warte, links von mir kommt jetzt gerade was. Also hier steht ein Heavy. Der würde ich beschießen können, glaube ich. Ach, kaputt! Und verdammt, der fährt. Bei mir. Wer fährt? Was fährt? Vor mir der ES. Hi. Mann. Ich hänge! Deswegen mag ich den ES so, wie ES4 seine Panzerung ist auch echt trollig gegen Heat. Wo ist der? Der ist da hingefahren, wo ich gerade stand. Also nach Richtung Wald, nach außen. Okay. Ich komme jetzt aus der Luft. Wo ist jetzt mehr Bedarf? Links oder rechts? Weil es, man sieht auf der Karte überhaupt nichts mehr. Driver, nice. Dein Driver. Verdammt. Der Driver ist leider nicht so nützlich. Oh, ich hab Hänger. Ich hab ganz viele Hänger. Okay, wo soll ich versuchen, was zu bomben? Der IS, nee, da wo der IS war, kannst du gucken, ob du. Guck mal, ja. Ja, ich hab noch einen mitgenommen. Mein Turm war nach hinten und der Turm kriegt ganz zwar kaputt. Ach, verdammt. Also. Ja, da sind ein paar. So. Oh, die verdammt, die Zelle hat perfekt gewartet. Auch so. Kurz bevor ich rauswerfen konnte, hat sie mich rausgenommen. Gut gemacht. Wo steht die? In deren Spawn. Ich räume hier mal auf, wenn ihr schon. Ach, ja, ja, du machst das schon, und ist tot. Naja, die, die euch gekillt haben, die habe ich ja gemacht. Die ZSU ist tot? Wurde das nicht von der CSU gekillt? Nee, aber Jan. Wurde von der CSU gekillt. So, ich hoffe jetzt einfach, die F6F gibt der ZSU Position. Positionslichter, sag ich mal. Mist, die sind in B. Okay, ich hab die ZSU nicht gesehen. Wo steht der? Ist das. Das da unten? Das ist eklig. Jan macht Straßenmarkierungen. So geil. Die Spuren im Schnee hören einfach zwischendurch immer auf. Aber wirklich absolut regelmäßig. Ist total geil. Ja. Generell diese Schnee und den Sand. Das ist so unregelmäßig. Nee, es ist absolut regelmäßig, was Jan hier. Nein, ich meine, dass die Ketten nicht durchgehend sind. Achso, ja. Das ist. Das scheint Hubschrauber links. Ja gut, ich kann. Hubschrauber wo? Direkt links, ja. Hier so. Tief hoch. Tief. Und jetzt raus. Ja, okay. Da kommt noch ein Flugzeug irgendwo. Ja. Ach, die Mausgeile Raketen, jetzt kann man sogar als Flak benutzen, voll gut. Die fliegen aber halt leider immer noch super lange. Das stimmt. Ja, sind halt immer noch die SS-11. Ja. Ich bin jetzt nicht sicher, nein, wobei. Ja. Die hoch! Da schießt die ZSU. Wo? Oh, ich hab Flieger im Arsch. Gerade nach rechts weggefahren, ich kann ihn nicht beschießen mit den Raketen. Den gar nicht. Hier ist auch noch was. Ah, Kacke. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Da steht der Ladeschütze Tornbrick. Nein! Verdammt!
Die F3D ist die wendiger geworden. Ja. Also die turnt ja saugut. Mir, pass auf da. So, gut, fahre ich nochmal Marder. Das wollen die Leute auch ständig sehen. Auch wenn ich persönlich muss sagen, ich mag den Marder nicht. Wie sieht's bei euch aus? Ah, doch, es geht schon. Also, gut. Also der hat mir zu wenig Raketen und die Kanone ist halt lächerlich schwach. Ich bin halt wirklich nur rein als Unterstützer fürs Team. Ja. Also ich habe nur das blöde Wiesel. Kannst nicht leiden. F3D von vorne. Und die Pancake, oder? Ich weiß nicht, wie ich mit dieser 20er schießen soll, ne? Ja. Wie gesagt, das ist der Cut keine Flak beim Deutschen. Okay, T29 Ladeschütze raus, das wird ihm wehtun auf Dauer. Ja, er wird so traurig sein. Er mochte ihn, glaube ich, am liebsten. Wenn er jetzt 50 Sekunden nachlädt, wird er bestimmt traurig sein, ja. Er kommt wieder. Versucht vielleicht mit der Rakete, wenn er wiederkommt. Ich wurde gerade von irgendwas beschossen. Das ist viel zu weit für die 20er. Na gut, aber ich will auf mich aufmerksam machen. Er hat ja gesehen, dass ich ein Wiesel bin. Ja, der ist auch so blöd. Ich treffe nichts mit dem Ding, ich hasse es so sehr. Ja, ich auch. Ich habe das Gefühl, diese 20er fliegen halt einfach in Zeitlupe. Richtig, ja. Wir müssen echt schneller fliegen. Kein Plan, wie die fliegen, also ich weiß es einfach nicht. Also jede andere 20er fliegt halt gefühlt doppelt so schnell, mindestens. Wobei, die von der 163 fliegt für mich auch so langsam, ich treffe mit der auch nichts. Da kommt aber halt viel Kram raus, ne? Also hier ja, da kommt halt wenigstens Masse raus. Okay, der greift an, glaube ich. Oder? Tut er es? Ja, ja. Treffer, ja! Severe Damage, nice! Zwei Treffer. Na komm, kriege ich den Kill? Ja, iPhone hier, sind ein paar leichte Sachen. Da hast du gerade eine Hellcat durchgelegt. Rechts oder links? Nach rechts. Okay, also hier in die Richtung. Ja. Da ist er. Nein, das ist keine Hellcat, das ist keine Hellcat. Das ist ups. Das ist ein Radpanzer. Verdammt, ich hab nicht mal Arti beim Marder. Radpanzer hättest du aber auch mit dem Wiesel killen können. Ja, nicht wenn man nur noch 14 Schuss im... Ja, das könnte eng werden. Was war denn das? Also einer mit einer großen Kanone oder was? Gegen ein Britte. Ja, aber 20er oder kann nur. Nee, das noch ein Kernerbomb. Oh, direkt vor mir waren Frauen, hab ich hinter dem Wrack nicht gesehen. Das ist ja eklig. Alter, was? Ja, der RV hat sich gefreut. Ja. Ein Stabi ist halt echt Gold wert, ne? Ich kann nicht mehr rein, leider. Was nehme ich denn jetzt? Ach komm, DF. Der DF geht auch immer gut. Einer der wenigen Panzer mit Wiegeturm, die mir Spaß machen. Und ich demonstriere ihn hier in der Wüstentarnung, weil das macht absolut Sinn. Naja, so hell. Wobei, tarnt mich das im Schnee besser als grün? Ich würde schon sagen, oder? Nee, macht keinen Sinn. Sieht so aus, als hätte jemand da hingepinkelt, wo du dann bist. Ich bin ein Pissefleck, beachte mich nicht. Gleich, wenn du dich vor das Haus hier oben stellst, ist es auch so ein bisschen braun. Ja, aber meinst du nicht, auf Distanz verschwimmt das mehr wie ein grüner Fleck? Ich kann das super schwer einschätzen. Das ist so... Also du bist so dunkel. Kommt ja auch immer drauf an, wie die Schatten geworfen werden, aber... 100 Bundes raus, sehr schön. Aber wo ist der V? Der macht mir gerade am meisten Sorgen. Ja, mir macht der Karnevan Sorgen, weil den da kann ich gar nichts gegen machen. Oh, wurde auf dich geschossen? Rechts bekommen. Von rechts? Es kam von rechts irgendwie, ja. Zumindest laut der Anzeige. Guck mal nach. Ja, Einschussloch ist rechts bei mir. Ich sehe gar nichts. Kannst du grob eine Peilung abgeben? Warte mal. Hier. Bald hinten rechts ist bei mir der Treffer drin. Ja, ne, hinten rechts. Das gibt ja keinen, das müsste ja dann aus der Richtung gekommen sein.
irgendwie aus der Richtung oder so. Alter, mit den 20ern kannst du nicht mal ein Rohr kaputt machen. Nee, nee, das geht auch generell mit 20ern nicht mehr gut. Also ich habe gerade versucht, dem Karnevan sein Rohr irgendwie oder... Lol. Das kam aus der Richtung. Ist ein Eland, steht hier. Okay. Ich will mal den im Betrieb ein bisschen ärgern. So ein kleiner Drecksack. Aber der hat auch eine Wüstentarnung drauf. Oh, von wo? Von da unten habe ich hab's gerade aufgeklärt. Ich stehe hier leider noch 10 Sekunden. Oh, kacke. Das war gar nicht der Karneval, das war der V. Das war der V, meine Rakete fliegt komisch. Ja, ich finde, die fliegen ganz merkwürdig. Ja. Kommt der? Pusht der dich? Nein, der steht einfach. Der steht einfach zurück. Oh, und links kam der Tennis-Move, ja, ja. Eieiei, krasser. Sind auch die letzten irgendwie von unserem Team hier noch versuchen, was zu machen. Nice! Tennis-Move seitlich mit der Heat getroffen, es ist nichts kaputt. Zweiter Schuss hat geregelt. Ja, der V ist raus. Ich darf noch mal ein Flugzeug rein. Ah, dann gucken wir mal, ob ich mir nochmal B holen kann. Ist wieder eine stressige Runde. Kanaven müsste noch irgendwo sein, oder? Ich höre auch was. Alter, das sind so... So Ritzenhocker sind das hier alle. Der hockt... Der Hobbit... Oder M163, was es auch immer war, hockt bei der Kirche bei B, bei der Treppe nach unten. Okay. Du weißt, wo ich meine? Ja. So ein Drecksack. Vielleicht kann ich ihn hier oben killen. Ich glaube, meine Artillerie müsste jetzt auf ihn runtergehen. Ich habe Arti auf B. Alter, der hat mir mit 163 immer einfach mal die Lorraine weggehauen. Du bist ja jetzt bei der Kirche. Flieger kommt auf dich zu, Thorsten. Ich hab ihn nicht gekillt bekommen mit der 20er, ne? Von dem war da, ich hab ihn drei Viertel meines Magazins vorne frontal reingedrückt. Das ist 163, ja. Die 20er machen keinen Schaden. Nee, die deutschen 20er finde ich auch richtig scheiße. Hier ist ein Gegner. Nice. Okay, mal wieder auf verlorenem Posten. Hier ist der. Ja gut, ich bin... Nein, ich könnte nochmal mit Mamada als Backup in den Wiesel rein, aber nein. Nee, es ist jetzt eh vorbei. Nein, ich will doch noch den Panzer da kaputt machen. Sehen wir jetzt noch, wie Thorsten abgeschossen wird? Nein, der Jäger unter dir verkackt. Ach man, jetzt muss ich nochmal angreifen. Ganz schlimm. Das wollte nicht. Boah, war an sich keine schlechte Runde, aber das Ende war ziemlich bescheiden. Ja. Ja, nochmal. Hast die 118 Minuten jetzt gedauert? Na gut, die hat so gezuckelt am Anfang. Und ist ja noch nach besten Kräften gewehrt. Oh toll. Da hatte ich aber in letzter Zeit immer gute Runden. Wo fährst du da immer lang? Von der Seite aus fahre ich tatsächlich zu A. Okay, dann schauen wir mal, ob Pulitzer mir Glück bringt. Ja, aber halt nicht mit dem Deck, ne? Ich fahre immer über die A-Linie. Ja, können wir versuchen. Kommt man jetzt eigentlich noch hinten rum bei dem Abschnitt? Ja, kommt man, deswegen mache ich das und fahre die dann quasi in die Seite. Jan, du hast ja auch eine sehr schöne Tarnung auf deinem Panzer. Ach, danke sehr. Das war nicht deutsch, aber... Pulitzer denkt sich gleich, ach, heiß auf den Leo. Naja, ich will... also mit dem Leo weiß ich halt... Das Problem ist, hier ist halt alles sehr hubbelig, ne? Ja, gut, kann die pushen. Stehen bleiben brauchen wir, müssen wir auf jeden Fall... Minus 9, das ist in Ordnung. Ich bin kein riesen Fan von einem Leo hier auf der Map. Also zumindest hier nicht auf der Seite. Auf der anderen Seite ist kein Problem, aber...
Warte mal, man kann hier weiter rum, hinten? Ja, müssen gleich also bei A5 kommt man hinten rum. Ja. Okay. Ich fahre so selten hier lang, ich bin eher statt. Vielleicht platzt unser Squad. Der Team verflucht uns. Ich lache dreckig, weil ich euch in die Falle geführt habe. Ja, guck mal, warum fährt denn Jan auf einmal ganz hinten? Ha, bumm, Seras tot, Pulitzer tot und Jan dreht um. Das wäre doch mal was, irgendwie bei solchen Maps irgendwie nicht einfach so runterzählen, sondern einfach Minenfelder. Ich frag mich sowieso, warum wir keine Minenfelder haben. Abwurf-Minenfelder. Das fände ich zum Beispiel auch cool, wenn du Minenfelder abwerfen könntest. Aber die müssten aber Friendly Fire machen. Ja, definitiv. Nee, das würde einfach zu viele Leute dazu verleiten, sie nur dafür zu benutzen, den eigenen Spawn zu vermieden. Du, da würde ich aber ganz normal die Regelung fürs Friendly Fire einfügen. 2 Friendly Fire Kills, du fliegst aus dem Match raus und dein Minenfeld verschwindet danach. Ich wäre eher für die Friendly Fire World of Tanks Regeln von damals. Friendly Fire und dein Account wird gesperrt für eine Zeit lang und dann immer länger. Ist auch okay. Je öfter du das machst. Und dann fahren dir extra die Leute, weil du ein Streamer bist, immer in deine Minenfelder rein. Clevere Idee. Ich meine, ohne Minenfelder jetzt. Generell so Friendly Fire Regel wäre das halt. Egal, ob es im Fliegen ist oder. Das sind moderne Minen von Feinderkennung. Die gehen einfach bei Verbündeten nicht drauf. Auch bei Zweite Weltkriegsfahrzeugen. Ja. Jawohl, bei den Minenfelder in. Funktionieren ja so. Achtung! 2. Hui! Nein, Jan! Hab ich nicht vor. Okay, der war meint. Da ist noch einer. Wie gesagt, das sind 2. Nice! Driver Gunner Track. Gut, ich fahre wieder Richtung Stadt. Ich hab dich gerecht. Dankeschön. Das ist gut, hier lang zu fahren. Hä? Warum spawn ich jetzt schon wieder hier? Okay, weißt du was? Vergiss es. Diese Map trollt mich immer. Ich war eigentlich gerade der Meinung, ich habe den unteren Punkt ausgewählt. Wir gewinnen die Runde schnell. Mhm. Ja, durch meine überragende Flankierungstaktik gewinnen wir die Runde jetzt. Da ist ein Hubschrauber. Wo? So 1 auf 5. Spawn nach Meter hoch. 1, 8, 8, 7. Ah, ich seh ihn. Ich seh ihn nicht. Warte mal, schießt der auf mich? Ja. Gemein. Ja, für uns müsste der hier hinter dem Hügel sein. Der ist ziemlich runter. Direkt bei mir. Da geht er raus. Okay, da ist nicht so lange wie die. Keine Chance, wenn der quer fliegt. Hab ihn. Die deutschen MG3s sind so gut gegen Hubschrauber mittlerweile. Da kommt was. Oh. Du hast mir gleich ein dickes Ding gefressen. Ich glaube, das war einer, den ich gekillt hatte. Der will sich dann wohl recht. AP geladen. Okay. Den Geschützverschluss brauchst du nicht, habe ich gehört. Überbewertet, vor allem bei Russen. Mhm. Kann doch eh schießen, ja. Ja, eben. Oh, nice. Du hättest einen Stabi gehabt, mein Kollege. Oh! Ach komm, ey. Warte mal, der stand auch da? Ja, der stand genau hinter mir dran. Okay. Also mitten auf dem Feld zwischen C und B steht eine ZSU. Die steht relativ nah an einem dieser Flüsse auf einem Hügel. Sehr schön, Jan. Danke sehr. Sehr freundlich von dir. Ja, finde ich auch. Ich mache Kills mit dem Leo, dabei mag ich den gar nicht. Ich muss viel schlechter spielen, damit ich was zu haten habe. Ja, echt mal. Auf damit. Im Feld. Hinterher komme ich noch auf dumme Gedanken und ziehe den Leo den Ruf vor oder so. Nein, Spaß, das werde ich natürlich nicht machen. Überlege also, gerade, das dürfte bei dem Fluss gewesen sein. Ist auch schon gerade irgendwas knattert in meine Richtung, aber ich sehe es halt leider nicht. Lass knattern! Nee. Aber es hat sich eher BMP2 ich angehört.
Oder BTR-mäßig. In der Stadt war das. Ja, das U war hier. Ich sehe sie nicht, aber draufgegangen ist sie, glaube ich, nicht. Nee. Sie denn? Irgendwo aus der Stadt feuert, glaube ich, was hoch. Ah, ja, hier feuert was. G2. Ja gut, den habe ich ja angeflogen. Ich gucke jetzt mal in der Stadt. Ist raus, sehr schön. Puh. Ja doch, da. Da ist es. Was? Moment, warte mal. Habe ich das richtig gesehen? Da ist ein Light vor unserem Spawn. Ja, genau. Da ist der Knatterknecht. BTR, ich flieg ihn an. Muss aber schneller sein als ich. Nee. Jetzt fliegen wir wahrscheinlich noch ineinander. Das wäre das Perfekte. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr Jagdflugzeuge fliegt, fliegt immer das gleiche Ziel simultan an. Oh, und feindlicher Flieger. Endlich. War das ein Twin Mustang? Wurde von der Braga abgeschossen. Kommt aus deren Spawn gefahren, die kann nicht mehr fahren. Ah, das hat der Surat mich geholt. Das kommt von unserer Spawn-Seite aus an B rangefahren. In B reingefahren jetzt. Und die Twin Mustang leider nicht locken. Aua! Also jetzt den nächsten geholt. Er kommt jetzt, na, kann ich alle in B-Guard holen. Verdammt. Ich hab der Twin Mustang ein paar Treffer versetzt, aber. Wo ist sie denn? Nicht hinter unserem Spawn tief. Gut, dass wir auf der Seite starten. Von der anderen Seite werde ich erstmal hochgezogen im Flugzeug. Ah, ich sehe sie. Ich sehe sie. Na komm, kriege ich eine Rakete auf sie? Wäre super cool, aber ich glaub's nicht. Okay, CLSU ist raus, sehr schön. Mach mal zu C und versuch das zu erobern. In der Tat schieße ich gerade eine Twin Mustang mit einer Rakete ab. Ich meine, sie sollte zumindest kaputt gehen. Nur sie fliegt weiter. Schutzschild. Ah doch, ist raus. Ohne Reverse Card, die dreht einfach um die Rakete. Ja. Boah, sowas hatte ich in letzter Zeit bei feindlichen Hubschraubern. Dass Raketen, sie hätten sie treffen müssen und eine Millisekunde vorher drehen sie einfach ab. Oh verdammt, ich habe einen Prop hinter mir. Ja, wo bist du? Am Airfield. Oh, ich sehe den Prop, ja. Wo ist er? Über dir, dive grad runter. Don't do this. Don't do this. Mein Lenksystem ist Schrott. Nein! Okay, ich glaube, er ist weg. Er dreht um, er dreht wieder. Ist er denn des Wahnsinns? Okay, mein Triebwerk ist aus. Ich musste Feuer löschen. Jetzt schauen wir mal, wie gut die Seahawk gleiten können. Das ist eine F8. So ein kleiner Arsch. Mhm. Alter, die Landebahn hier sieht aus wie aus Simple Planes. Die gleitet echt gut. Oh, mein Fahrwerk fehlt. Oh, Kacke. Ich krieg Besuch. So, jetzt zeigen wir mal die Landekünste. Gegenlenken, gegenlenken, Flügel nicht zu sehr schleifen lassen. Ich will nur nicht, dass er einen Kill bekommt. Oh, wir kriegen so die Punkte wieder, nett. Ja, aber hier ist gleich schon wieder Essig. Jetzt halt doch mal an! Ich finde es immer Wahnsinn. Gefühlt sind alle Flugzeugrümpfe mit Öl eingefettet. Also kann mir keiner erzählen, dass das Flugzeug so ohne Funken oder sonstiges über den Boden schleift. Ich habe jetzt zwei Gegner bei mir. Bin unterwegs. Ah, hast du sie, sehr schön. Mhm. Scheiße. T-44-100 und noch irgendwas. Nichts geht über Seahawk. Seahawk ist so ein gutes Ding. Also Thorsten muss sich das Ding echt holen, wenn es wieder im Sale ist. Mhm.
Wobei mich das immer noch schockiert, dass mich die F3 vorhin so ausgeturnt hat. Ja, wie gesagt, die ist besser geworden. Also. Ich wollte halt ganz simpel ein Manöver ziehen, dass sie überschießt. Keine Chance, die hat sich direkt hinter mich gesetzt. Nee, die sind wirklich miese Gegner geworden. Weiß auch nicht, das merke ich mir fürs nächste Mal. Ja, High-Tier Techno-Musik auf den Ohren. Leute, falls ihr das so laut hört, tut's mir leid. Boston weiß immer noch nicht, wie sich die Musik anhört, oder? Doch, ich hatte gestern, den großen haben. Gestern im Arcade hatte ich die komischerweise. Obwohl ich es eigentlich aus habe. Alter Jan, du kriegst schon wieder nur Tausende auf den M22. Der war auch ein T44 dabei. Ich wollte den T44. Okay. Den M22 habe ich gar nicht gesehen. Maximum Overkill. Hast du jetzt beide? Nein, nee, der hat nur den M22. Nur den kleinen. Okay, dann den T44-100, wo steht der jetzt? Moment, ich markiere ihn. Okay. Ich hoffe, ich komme mit meinen Bomben noch rechtzeitig an. Unser Team müsste mal cappen. Ja. Cappen morgen. War der Plan, da jetzt hinzufahren. Da steht schon wieder irgendwo BTR. Weißt du, wo der ist? Nee, ich versuche die ganze Zeit irgendwie zu hören, wo der steht, aber... Ja, T44 habe ich. Sehr schön. Ich muss mich jetzt echt ein bisschen anstrengen. Also dafür, dass ich der Einzige von uns bin, der, glaube ich, das 800 deutsche Deck so mag, verkacke ich diese Aufnahme echt hart. So, nächster Cap. Da muss aber, da kommt schon wieder einer, weil hier Adi gerade drauf geschmissen wird. Ich guck mal. Sollen wir mal Jets schicken? Da kommt einer. Die sollen mal mehr Jets schicken, damit ich. Ja. Oh, jetzt hat die Falken mich geholt. Damit steht ich die Raketen nutzen kann, in deren Spawn. Links oder rechts? Keine Ahnung, ich habe nur einen Spawn gesehen. Okay, das ist blöd. Weiß ich leider nicht. Das ist blöd, Falken ist blöd. Falken ist Aua. Sehe ich irgendwo sich irgendwas bewegen? Der Falken-Spieler wird nicht im Spawn bleiben. Bei mir kommt jetzt gleich einer. Schon wieder so ein. Der fährt jetzt nur Stewart durch die Gegend. Ich weiß nicht, was denn. Was macht der denn? Hat der nichts anderes mehr oder. Probably. Vielleicht hat er nur ein Premium. Ah. Wow. Großartig gemacht, Zu 9. Beglückwünsche dich. Nein, ich habe einen meinen Lieblingspanzer getötet. Sehr gut, dann kann ich jetzt alle. Los, Maus, geh cappen! Die Falken macht mir echt Bammel. Zwei meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge im Gegnerteam. Das ist blöd. So, was geht jetzt bei C ab? Nix mehr, alles tot. Du auch offensichtlich. Ja, und die Su-9 hat sich dann gepancaked. Ich glaube, ich habe die Falken gefunden. Maus sagt, vor ihr ist was. Falken ist hier, schmeiß Arti drauf, die guckt mich an, ich kann nicht mehr hinfliegen. Ich komme nicht an mit der Arti. Hey, ich habe Arti hingeschmissen. Also sie steht, der Motor ist aus. Ja. Gucken wir mal, wie lange sie braucht. Hauptmaschine am Arsch. Kannst du mir gleich mal markieren, wo ich markiert hatte? Wenn der Prop mich nicht vorher kriegt. Keine Ahnung, wo die Falken ist. Ah, oh, das ist schon wieder der gleiche Typ, glaube ich. Ich höre die Falken links neben mir. Du hast ein Flugzeug hinter dir. Ja, ich weiß. Das ist der Prop, der mich hier gerade. Alter, sorry, aber was geht denn mit der P8? Also, ich bin mir nicht sicher, ob die Falken so ganz koscher spielt, weil der wusste genau, wo ich stehe und der hat sehr komisch seinen Turm bewegt. Aber gut.
kam mir gerade wirklich sehr, sehr verdächtig vor. Ja, sorry, aber der schießt irgendwie merkwürdig. Der hat schon angefangen auf mich zu feuern, bevor ich in Sichtlinie war. Okay. Aber was für Manöver eine P8 ziehen kann, ist echt lächerlich. Ich hab hier einen Crit geschoben. Yeah. Alter, wie kann es sein, dass er von nichts getroffen hat? Nein, Jan hat mich wieder überholt. Ja, ihr Lieben. Eines meiner absoluten Lieblingsdecks, eins meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge. Leider heute nicht ganz so gnädig für mich, für die anderen. Durchaus. Okay, okay. Okay. Ja, für so ein Deck ist das schon fast Stock mehr. Ciao, werdet Spaß. Bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.